Hallo meine Lieben, ich habe es mir gerade hier bequem gemacht mit meinem Laptop und Baby auf dem Schoß und ich hoffe, ich kann das Q&A eben abdrehen. Ich hatte das jetzt eben schnell mit dem Handy und ja, ihr habt super viele Videowünsche darunter geschrieben. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Ich komme gar nicht hinterher. Ich muss jetzt erstmal alles ordnen, wo ich anfangen kann und was für Videos überhaupt umsetzbar sind. Aber es kommen wieder Videos. Ich verspreche es, es ist wirklich super schwierig, mit einem kleinen Baby Zeit zu finden, sich ausführlich auf einem Video vorzubereiten und das natürlich dann auch aufzunehmen. Entschuldigt, aber ich möchte natürlich super Content bieten und nicht nur mal eben schnell wie dieses Video hier, aber für ein Q&A sollte es reichen. Deswegen, wenn ich jetzt immer runterschaue, dann gucke ich mir die Fragen an, die manche gestellt haben. Ja, wir legen einfach mal los. Und zwar hat Martin gefragt: Mein Better Splendens Männchen frisst nur gefriergetrocknete Tupifex. Was anderes rührt er nicht an. Hast du Tipps, wie ich ihn auch andere Sachen verfüttern kann? Dankeschön. Es haben schon einige geschrieben, dass man mal einen Futterstopp machen sollte, also einfach mal Pause machen beim Füttern. Das ist eine gute Idee. Das Einzigste ist, manche Kampffische wollen einfach nichts anderes essen. Das habe ich hier auch schon so ein paar Kandidaten. meine essen immer weiße Mückenlarven, weil die einfach am besten zu verfüttern sind. Wenn du gerne Tuppifix gibst und die gefriergetrocknet sind, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Wenn du mal was ausprobieren möchtest, dann kauf doch mal die Tuppifix also in lebend und guck mal, wie er drauf reagiert. Dabei aber aufpassen, die werden relativ schnell schlecht. Genau. Hier fragte jemand, ab wie viel Liter Männchen, Weibchen. Das habe ich jetzt so verstanden, dass da jemand, ich muss meine Haare mal hier wegmachen, dass da jemand eine Paarhaltung machen möchte. Das ist natürlich bei Kampffisch Better Splendens nicht so optimal, weil die Tiere Dauerlaicher sind. Das heißt, das Weibchen würde die ganze Zeit am Laichen sein und irgendwann kommt es dann auch zu einer Laichverhärtung. Das wäre natürlich für das Tier super, super blöd und auch lebensgefährlich. Deswegen Kampffische nur in Einzelhaltung und Literzahl, Männchen wie Weibchen ab 30 Litern oder mindestens 30 Liter. Wenn es weniger ist bei Langflossern, dann ist das in Ordnung. Sollte aber nicht runtergehen. Bei Weibchen sogar kann es auch 60 Liter sein, weil die ja meistens Kurzflosser sind. So, jetzt wird meine kleine Maus hier ein bisschen aktiv. Mal gucken, wie lange wir das hier noch durchhalten. Mich würde interessieren, fragt Marc, ob es möglich ist, ein Betta-Pärchen dauerhaft in einem Becken zu halten. Hab das jetzt schon ein paar Videos gesehen und fand das eine schöne Sache, aber wenn es auch, aber nur wenn es für meinen Prollo gut ist. Achso, da meint er wahrscheinlich seinen Kampffischer mit Prollo. Also ist es so, dass Kampffische Better Splendens hochzuchten, nochmal angemerkt, generell alleine gehalten werden sollten. Und die Wildformen kann man jedoch auch gerne unter mehreren Tieren halten. Es gibt diverse Wildformen bei Kampffischen, die man super als Pärchen oder Gruppe halten kann, wie zum Beispiel hier in dem Becken. Da hinten sind meine Simplex drin. Das sind fünf Tiere. Ich glaube, drei Weibchen und zwei Männchen oder vier Männchen und zwei Weibchen, irgendwie so. Die kann man super als Pärchen, als Gruppe halten. Und wenn du gerne mehrere Tiere halten möchtest und gerne in der Kampffisch Reihe bleiben möchtest, dann informier dich am besten über Wildtiere. Kannst dir gerne auch mein Better Simplex Video dazu angucken. Genau. Was ist deine Meinung zu Community Aquarien? Mein Freund hält seinen Kafi mit 10 Kanälen und 9 Neon-Tetras in allen 54 Liter Becken. Denkst du, ich stresse die Bewohner? Kann es klappen? Bis jetzt schaut alles friedlich aus. Da haben einige schon geantwortet. Ja, Einzelhaltung muss sein, also wirklich. Und Neon, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendeine
bestimmte Art ist. Diese Neon-Tetras, 54 Liter ist sowieso so eine Mindestgröße und gerade bei Neon sollte man schon größer werden. Also Neon soll schon 100 Liter gehalten werden. Wenn er nur 54 Liter stellen kann, dann soll er den Kaffee mit den 10 Garnelen eben halten und den Neons auf jeden Fall ein schöneres Becken zeigen. Genau. Carina K. fragt, wie viel darf ein Better kosten? Ja, also in der Kampffischszene ist es so, dass die Kampffische von 1 Euro bis über 100 Euro alles kosten können. Deswegen kann man da nicht sagen, wie viel darf ein Better kosten. Es ist immer so, was bist du bereit auszugeben und was für eine Qualität hat das Tier. Beim Züchter kosten die Tiere meistens 15 Euro bis 30 Euro. Alles, was darüber ist, sind meistens Showtiere oder irgendwelche speziellen Farbschläge. Wobei es auch so ist, dass viele einfach nur verteuert angeboten werden und gar nicht so viel wert sind. Also es ist schwierig zu sagen, was ein Better wirklich kosten darf. Ich würde einfach sagen, wenn das Tier gesund ist und du meinst, auch wenn es nur 5 Euro kostet, also es ist wirklich so, dass die Gesundheit des Tieres vorrangig ist. Lasst euch nicht über den Tisch ziehen, wenn jemand irgendwie 30 Euro für einen Whale-Tail verlangt. Man kann jetzt nicht direkt sagen, dass diverse Flossenformen teurer sind, aber es gibt halt unter den Thais so spezielle Namen, die jetzt eingeführt werden, irgendwie, ja, was weiß ich, Hyper, Tyranno, was auch immer. Und da sollte man sich nicht von blenden lassen. Also, falls ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr mir gerne per E-Mail schreiben. Ich habe die unten in der Infobox verlinkt. Jetzt muss ich gerade meine Kleine hier einmal checken. Ich habe die E-Mail in der Infobox verlinkt. Ihr könnt mir da jederzeit schreiben. Oh, jetzt war ich gerade ganz nah. Ihr könnt mir da jederzeit schreiben. Ich bin da gerne offen für. Und ja, vielleicht kann ich auch so ein Bewertungsvideo machen. Das hatte ich bei GarnelenTV gesehen. Wenn ihr Kampffischbecken habt oder Kampffische, die ihr gerne bewertet haben möchtet, könnten wir das zum Beispiel auch machen. Das fände ich eigentlich auch ganz toll. Da sieht man mal verschiedene Becken. Ja, jetzt bin ich schon wieder abgeschweift. Flayer YouTube, denke ich mal, fragt, Kampffischfilter ja, nein. Filter definitiv ja, außer du kennst dich mit filterlosen Becken aus, dann muss nicht unbedingt ein Filter drin sein. Es ist einfacher für jeden, also auch für mich zum Beispiel, der gerade nicht jede Woche Wasserwechsel macht oder machen kann, einen Filter zu haben, weil sich dann einfach ja, die Becken besser entwickeln. Ich habe jetzt hier in dem Becken zum Beispiel nur einen kleinen Lufthebefilter drin, aber der filtert das ganze Becken. Genau. Ich gucke mal gerade, ob ich hier schon geantwortet habe, weil das länger ist. Ja, da habe ich schon geantwortet. Du Sans Arzt fragt, hast du vor, in Zukunft auch andere Fische zu halten oder sogar zu züchten? Ja, also andere Fische halte ich schon. In dem anderen Wohnzimmerbecken habe ich meine Zebra-Bärblinge noch drin, die letzten und ein paar Corridas. Ja, ich würde sehr, sehr gerne ein mehr als 1000 Liter Aquarium mal haben mit Barschen. Und ja, mit ausgefallenen Fischen. Ich finde Störe ganz toll. Also ich würde gerne auch einen Außenteich haben mit Kois und Stören. Ja, also das steht aber noch in den Sternen. Da muss jetzt erstmal ein Haus dafür her, dass man einen großen Teich haben kann. Wir haben zwar hier einen kleinen Teich in unserem kleinen Garten, aber das ist nur so ein kleiner 500 Liter Teich, also an der Grenze. Und da sind ganz, ganz kleine Goldfische drin, aber das, ja. Ihr kennt das wahrscheinlich, das tut einen nicht so beflügeln wie ein großes Becken oder ein ausgefallenes Becken mit ausgefallenen Fischen. Zum Thema Züchten, die Simplex züchte ich, die vermehren sich von selbst. Ich habe da jetzt keine Hand drauf, oh, das ist ein bisschen shaky hier. Ich habe da keine Hand drauf, ob die sich jetzt vermehren oder nicht. Die sind so, ich beobachte sie und sie tun sich fortpflanzen, aber ich weiß nicht, ob die Jungtiere, die dann aus dem Maul entlassen werden, auch groß werden. Das heißt, es kann auch sein, dass die alle gefressen werden. Ich habe da jetzt gerade noch keine Handhabe drauf und überlege mir gerade noch, ob ich das machen möchte oder nicht.
Janis Royal fragt, 30, 30, 30 Becken für einen Kampffisch, okay, habe gehört, dass man ja nur so bis 20 gehen sollte, aber war jetzt im Fachgeschäft und der Verkäufer meinte, es ist kein Problem. Also das Problem bei deinem Becken ist einfach, dass es breit wie hoch, wie lang ist. Bei Kampffischen ist es besser, wenn es tiefer hat und breiter hat und dafür weniger Höhe. So wie diese Becken hier, die sind relativ lang und relativ tief und nur 20 cm hoch oder 30, ich weiß jetzt gar nicht genau, ich glaube 25 dann. Und das ist das perfekte Gleichgewicht für ein Becken. Bei diesen 30x30x30 Becken ist halt das Problem, dass sie hoch sind, wie breit, wie tief und ja, das ist nicht so optimal. Für einen Kampffisch sollte es kein Problem sein, wenn du, wenn du merkst, dass er nicht an die Oberfläche kommt und Probleme hat, weil er vielleicht lange Flossen hat, dann versuch einfach den Wasserstand zu senken. Dann hast du vielleicht nur 15 cm Wasserhöhe, aber dafür in der Grundfläche mehr Ausmaße. Habe ich das schon gefragt? Wie viel Liter für Kampffisch? Achso, da hat er nochmal was gefragt. Der Flayer YouTube. Wie viel Liter für einen Kampffisch? Also ist unterschiedlich. Ich sage immer, ab 30 Litern ist gut. Wenn man ein Tier hat, was wirklich ein Flossenmonster ist, dann sollte man abwägen, ob man es in ein kleineres Becken nehmen kann. Zum Beispiel in ein 12-Liter Standardbecken. Ich habe hier in meinem Kampffischturm. Habe ich 25 Liter Becken, wobei die halt eine gute Grundfläche haben und halt nicht so hoch sind. Genau. Also Literzahl ist jetzt nicht so ausschlaggebend wie die Grundfläche. In dem Gesetz, ich habe jetzt gerade den Wortlaut vergessen, wie man das schimpft, steht ja 54 Liter, das ist aber ein bisschen veraltet. Ihr könnt den 54 Liter Becken, Standardbecken halten, wenn ihr das Wasser nicht ganz hoch macht, also vielleicht so halb hoch. Dann habt ihr auch eine super Grundfläche und habt dann vielleicht 30 Liter Wasser drin und ja, Tiefe und Höhe sind super gewählt dann. Okay, das hat auch der Jakob gerade gefragt, ist ein 30x30x30 Becken in Ordnung oder lieber 50x30x30 und nicht ganz so hoch füllen? Und was sind die SEPA-Boxen? Also genau, Jakob, das habe ich ja gerade schon ein bisschen beantwortet. Lieber größere Grundfläche als Höhe. Dann macht man es halt nicht so voll und macht vielleicht so ein Hybridbecken draus, so ein halb, wo die Pflanzen halb rauswachsen vielleicht. Das gibt es ja auch super schöne Becken. Ich habe den Namen auch vergessen. Ich bin ein bisschen vergesslich in letzter Zeit, deswegen entschuldigt. Ihr wisst aber wahrscheinlich, was ich meine. SEPA-Boxen sind im Prinzip Plastik-Tupperdose-Boxen für Fische, wo man die Tiere, um sie vor Krankheiten zu schützen oder zu behandeln, in ein Quarantänebecken setzt. Das nennt man SEPA-Box, weil man diese Boxen auch gerne zum Separieren von Jungtieren benutzt. Die haben meistens zwischen 3 und 10 Liter, meistens eher so 5. Wir nehmen da meistens die IKEA-Aufbewahrungsboxen, Werbung. Die sind super geeignet, weil die lassen sich super schnell reinigen. Das ist einmal der Vorteil einer SEPA-Box. Es ist kein Bodengrund drin, keine Pflanzen. Manchmal habe ich ein bisschen Schwimmpflanzen drin, so für die Optik und für die Fische, dass sie sich darauf ablegen können. Aber es sind wirklich cleane Becken, wo die Tiere erstmal gesund werden können oder halt sich eingewöhnen oder warten, bis sie bei einer Separation, bis sie ausgewachsen sind, um sie dann zu vermitteln. Sebastian fragte nach einem Video und zwar zum Thema Zucht fördern. Da werde ich definitiv ein Video drüber machen, weil das ist ein Video, was ich vertreten kann. Ich wollte eigentlich ja keine Zuchtanleitungen drehen, aber dieser Hinweis mit diesen, was die Zucht fördert, finde ich eigentlich ganz interessant, weil viele wollen gerne züchten oder wollen es gerne mal ausprobieren, aber bereiten die Tiere nicht richtig drauf vor. Und die Vorbereitung ist irgendwie das Wichtigste, weil ja, wenn das Tier nicht richtig angefüttert ist, dann können die Tiere nämlich auch versterben und das würde euch, glaube ich, sicherlich weiterhelfen. Ja. Kannst du ein Video machen, in dem du erklärst, welche Tiere zuchtgeeignet sind? Hat Aquarium for Life und mehrere haben jetzt auch gesagt, dass es
die auch interessieren würde. Bei dem Video ist das Problem Zucht geeignet. Es gibt verschiedene Kriterien, die umfangreich sind. Wenn du wirklich vorhast, richtig zu züchten, dann wende dich an Züchter in deiner Nähe, zum Beispiel über kaffeekartei.de Werbung. Da sind viele Züchter vertreten in Deutschland, Österreich und Schweiz, glaube ich, auch inzwischen. Und wenn du ein Zuchtpärchen suchst, dann frag die einfach an, was sie da haben, ob sie dir helfen können, ein Zuchtpärchen auszuwählen. Dann sind die meisten eigentlich nicht abgeneigt, da zu helfen. Okay, Subvibe fragte, meine Kampffische haben sich vor einer Woche gepaart, sind dann geschlüpft und haben sich schon wieder gepaart. Frage mich, wann die Kleinen am besten von den Eltern trennen sollte. Genau, da hatte ich auch gefragt, ob die Elterntiere zusammen wohnen und das hattest du bejaht. Ja, das andere Becken, was du da sagtest, wo andere CPOs noch drin sind und so weiter. Ja, am besten trennst du Männlein wie Weiblein und lässt die Tiere erstmal zur Ruhe kommen. Und wenn von den Jungtieren was überlebt, dann kannst du ja nochmal schauen, ob du nochmal einen Versuch startest. Ansonsten würde ich ja davon Abstand nehmen, wenn du nicht züchten möchtest. Genau. Mario fragte über Kampffischweibchen was erzählen, wie viele man zusammenhalten kann, ob man auch verschiedene Rassen zusammenhalten kann bei den Weibchen. Das wäre nett. Ich möchte ein Weibchenbecken einrichten. Ja, da hatte ich dir schon geantwortet, dass die Weibchen auch am besten einzeln gehalten werden sollte. Es gibt Methoden, wie man ein Weibchenbecken machen kann. Aber es ist immer so, die Gruppendynamik ist immer ein bisschen schwierig zu bestimmen. Deswegen möchte ich die Empfehlung nicht rausgeben, dass man es einfach so machen kann. Halt doch erstmal einen Kampffischweibchen alleine und beobachte die Tiere. Und wenn, ja, wenn du die Chance hast, an eine Weibchengruppe zu bekommen, die aus einer Zuchtlinie stammt, also Geschwister sind, dann könntest du das ja mal versuchen. Ansonsten ist es für Nicht-Geschwister-Tiere ziemlich schwierig. Ich hatte hier auch ein Weibchenbecken wieder gestartet mit meinen Geschwistertieren und am Ende, ja, es ist ein Tier leider verstorben aus gesundheitlichen Gründen. Ja, und am Ende muss ich die Gruppe jetzt trennen, weil halt die Tiere dann eine andere Gruppendynamik hatten, weil das eine Weibchen scheinbar sehr stark oder was auch immer war. Es ist dann sozusagen die Gruppe umgeschmissen worden und ja, danach war nur noch Blutbad sozusagen. Ich konnte die Tiere zum Glück schnell separieren, weil ich da immer mein Auge drauf habe. Aber es ist halt ziemlich schwierig für einen Laien, das schnell zu erkennen und auch dann schnell neue Becken zur Verfügung zu stellen. Genau. Ilkanta fragte, was favorisierst du eher, 30 Liter Nano oder doch 54 Liter Aquarium? Das ist schwierig. Ich finde Nanos wie 54 Liter Standardbecken super. Der Vorteil an ein 54 Liter Aquarium ist einfach, dass man es teilen kann und dann zwei Kampffische halten kann. Ganz easy. An dem Nano-Becken ist natürlich der Vorteil, man hat alles in einem. Man muss nichts teilen, die sehen meistens super schön aus. Gerade die von die Nano-Cubes mit den abgerundeten Ecken sind super schön. Ja, ich bin eigentlich eher der Standardbecken-Typ, weil ich zwar die Becken schön finde mit den abgerundeten Ecken, aber manchmal das ein bisschen überteuert finde. Genau, so. Könntest du alle wichtigen Wasserwerte nennen und erklären, was wir wirken, wie man wieder richtig bekommt? Also was? Blicke nämlich immer noch nicht durch. XD hat das gefragt. Also mit den Wasserwerten bin ich überhaupt nicht der super Ansprechpartner. Ich checke meine Wasserwerte kaum, beziehungsweise nie. Ich weiß, wie das Wasser hier in der Umgebung ist und weiß, wie ich auf manche Fälle reagieren muss. Wenn du Probleme mit den Wasserwerten hast, dann versuche einfach mal nach den Wasserwerten im Fachhandel zu fragen. Da kann man meistens sein Wasser checken lassen mit Tröpfchentests.
Das kostet meistens nichts oder 5 Euro manchmal. Und dann hat man alle Wasserwerte auf einen Blick und dann kannst du dich einfach durcharbeiten. Und es gibt super viele Webseiten, wo man die Wasserwerte wirklich sehr gut beschrieben bekommt und auch was man dagegen machen kann. Zum Beispiel haben wir hier sehr phosphathaltiges Wasser, das pusht den Pflanzenwuchs extrem und manchmal auch den Algenwuchs. Aber durch Phosphat minus, also leider Chemie dann in dem Falle, kann man dem entgegenwirken. Aber es ist gar nicht so schlimm, wenn man viel Phosphat hat. Nur wenn es halt dann zu einem Problem wird, was bei uns zum Glück nicht der Fall ist. Genau. Und die letzte Frage. Hallo, eine Tour zum aktuellen Becken wäre schön. Vielleicht lässt sich das mal einrichten. Liebe Grüße, Dennis. Ja, Dennis, wird die nächsten Tage gemacht, denn ich habe nämlich hier frisch sauber gemacht und da kann ich hier wieder etwas zeigen. Es hat sich nicht viel verändert, aber ich mache gerne noch mal eine Wohnzimmertour. Ja, ich habe alle Fragen beantwortet von den was unter dem Q&A gefragt wurde. Es hat leider nicht so viele Leute erreicht. Wenn ihr dieses Video hier seht, aktiviert doch gerne die Glocke, denn ich habe festgestellt, dass manchmal die neuen Videos nicht in der Abo-Box landen und dass ihr dann keins verpasst. Ist das ein kleiner Tipp von mir. Und ja, 21 Minuten haben wir vollgekriegt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis dahin, ciao!